Also, endlich, es ist soweit, Eröffnung in Oberhausen. Aber vorher nicht vergessen, Freitagsgebet, Jumma. Eine der größten Moscheen Deutschlands, ist das? Ja, so diesmal. Ja. Richtig schön sein, Bruder. Soll richtig schön sein. Geheimtipp bekommen, da gehen wir auf jeden Fall hin. Und danach Oberhausen. Marjan hat verschlafen, aber die Kamera ist gelaufen. Boah, Kickdown! Wie hast du geschlafen, Massiv? Super. Ich schlafe ja immer wenig. Ich war gestern das erste Mal bei TikTok live mit Bilal, mit Omar, also Fat Comedy und mit Abu, Gugu. War lustig, ja. Dann waren wir um. Bilal war so nett und hat mir noch das Kabel vorbeigebracht. Im Sheraton. Und heute Morgen im Sheraton, ich sag euch Leute, jeder wusste, wo mein Zimmer ist. Oh, Telefonate auf unser Zimmer. Deswegen waren wir ganz, ganz früh wach. Weil ich so dumm war und gestern in der Live-Schaltung erklärt habe, wo er das Ladekabel abgeben soll. Fehler. Aber man lernt draus. Und natürlich wieder Training. Aber im Sheraton, das Fitness war. Ging gar nicht. Ich bin dann McFit gefahren mit Taxi. Gefrühstückt Zero. Ich bin sowieso kein Frühstücksmensch. Ich überspringe das, weil, ganz ehrlich, Frühstück. Natürlich hat man Hunger oder Appetit, das und das. Aber das lähmt dich halt komplett für den Rest des Tages. Aber die meisten sagen, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Nein, nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Das ist eigentlich auf leerem Magen trainieren ist das Beste. Und nach dem Training dein Eiweiß zu dir nehmen. Weißt du, ob Riegel, Shake oder Joghurt, egal wie, in welchem Bereich. Das wichtigste Essen ist eigentlich, wenn du deinen Körper dran gewöhnst, so richtig so ein kleines bisschen zu hungern und dann gegen Mittags das erstmal richtig zu essen. Wir hatten nicht mal so richtig ausgiebig gefrühstückt und kam dann nicht mehr vorwärts im Laufe des Tages. Das hemmt und das ermüdet dich. Gerade dieses arabische Frühstück ist ja hardcore, wenn die Leute da bei Big Basha oder wie das heißt zum Beispiel, da diese Manaish reinknallen, Hummus, das und das. Bruder, der Tag ist gelaufen. Alter, was das ausmacht, wenn du Frühstück weglässt, ist das? Und erst gegen Mittags so ein richtiges Essen isst. Ja, klar. Nie vergessen, Freitagsgebet, egal wo du bist, Jumma Mubarak. Und danach Eröffnung. Im Postings, dass wir jetzt dorthin gehen oder ich dorthin gehe und sag auch Bescheid, wann du kommst am besten. I need you, I like you, bis später. Wallah, wir fahren gerade hin, wir sind in 10 Minuten da, Bruder. 2 Minuten, ne? 2 Minuten. Ja, wir auch. Yalla, Bruder. Wir auch. Wenn die Post abgeht, geht die Post ab, dann halten wir zusammen, wa? Wenn die Post abgeht, geht die Post ab. Da geht sie halt ab, wa? Jalla. Da geht's halt ab. Jalla. Jalla. Jetzt viel Glück, Bruder. Und raus mit dir. Ja, raus mit dir. Chaos. Wir müssen das jetzt unter Kontrolle bringen. Wir wollen das jetzt auch nicht abbrechen. Deswegen müssen wir erstmal Ordnung reinbringen. Und dann schauen wir gleich weiter. Auf jeden Fall wollen wir jeden Einzelnen den Döner auch geben, schenken. Love you. Die Situation eskaliert völlig. Auch Rapper Massiv ist inzwischen vor Ort und überrascht. Scheibe geplatzt, kaputt gegangen. Unter Schock, aber zum Glück ist nichts passiert. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Es ist nichts passiert. Es ist nichts. Entweder wir kriegen das unter Kontrolle oder wir tun das auf Sicherheitsvorkehrungen abbrechen. Auf jeden Fall. Leute, Walla Walla, ich bin enttäuscht. Walla. Ich komme extra aus Berlin hierher. Ihr müsst euch wirklich gedulden. Einer nach dem anderen läuft rein, bekommt einen Döner, ein Bild und einen gewissen Smalltalk.
Ich bitte euch um Geduld. Bitte. Guck mal, was passiert ist. Zum Glück ist nicht, was Gesundheit ist. Guck mal, ab jetzt, keiner lehnt sich mehr an die Scheibe an. Keiner. Wenn sich einer an die Scheibe anlehnt, dann brechen wir komplett ab. Ich fahre nach Berlin. Mehr geht nicht. Die Polizei hat jetzt erstmal alles hier hops genommen, aufgelöst. Sicherheit geht vor. Scheiben sind Totalschaden. Zum Glück ist nichts passiert. Das sah wirklich hart aus. Jetzt machen wir erstmal einen Cut und gucken, ob wir das überhaupt jetzt weiterführen können. Erste Dönerladen, also erste Babas Döner Import. Willkommen. Herzlich willkommen. Miau. Bei der Eröffnung 1 Cent ein Döner und dass wir auch vor Ort sind und uns um die Leute kümmern. Ich könnte das nicht. Also würdest du sagen, du willst das nochmal machen? Natürlich, klar. Natürlich nimmt man immer mehr Erfahrungen mit und macht das dann immer besser, besser, besser. Aber ich habe ja nichts mit den Vorkehrungen vor Ort zu tun. Da müssen sich sozusagen die Leute vor Ort auch kümmern. Aber das haben wir natürlich nicht so im Griff gehabt. Wir haben nur den Eingang im Griff gehabt, aber alles außenrum kannst du nicht im Auge behalten, dass irgendwo eine Scheibe kommuniziert wird. Der Laden wird nicht zerstört. Es ist ein sehr großer Antrag und eine Scheibe ist zu Bruch gegangen. Also ich habe mir gedacht, mit einer Produktion, was los ist. Wir haben auf massiv geschossen. Ja, so wie ich gedacht habe, ist halt Ruhrgebiet, ne? Das sind alles unsere Jugendlichen, die mögen ein bisschen wild wirken, aber in Oberhausen passiert halt auch nicht viel. Und deswegen, wenn dann mal so ein Ereignis hier ist, ne, dann kann das natürlich mal, wenn ich das sagen darf, leicht ausschlagen. Aber die guten Gesetzeshüter von Oberhausen hier, die haben die ganze Sache massiv im Griff und deswegen alles geht hier nach Ordnung und gleich geben wir ein bisschen Döner raus und wir kriegen das Ganze hier, glaube ich, gemeinsam in den Griff, dass auch alles reibungslos verläuft, dass keine Verletzten oder sonst irgendwelche Beschwerden vortreten. Das ist auch sicher. Wallah, der Einzige, der es reingeschafft hat. Der Einzige, der es reingeschafft hat. Ja. Nein, ohne Zwiebeln. Zwiebeln mal runter. Egal, lass raus. Er ist da, okay. Mann, wir sehen uns gleich. Ey, ich hol ihn rein. Fahren, ne? Ja, ja. Selim abi, Can'a da bir tane yapıyor mu? Ekmeği de şişsin ha? Can'a. Ekmeği de şişsin. Can, Kroatien 1-1 ha. Kroatien kommt weiter, weißt du das? Ekmeği de şişsin. Kroatien schafft es. Vorbei von Kroatien. Kann man nicht gucken. Doch. Das ist schon fettes Baby da. Amadeus, kommt alle hier, Homberger Straße 81. Ey, darf ich in meinen Blog reinmachen? Darf ich das in meinen Blog reinmachen? Ja, klar, mein Bruder. Wallah, bei mir muss keiner unterschreiben von deinem Vorgesetzten. Wallah, wegen Stimmrecht und so dann. Nein, ich küsse dein Herz, Habib Al-Bekhayyid. Bester Mann. Beste Jungs aus Berlin. Beste Jungs, sag ich. Beste Männer, Onkels. Ammo, Mann, Ammo. Hab ich gesagt, reden. Bismillah und rein damit. Bismillah. Nee, Wallah, lecker, ich schwör auf Koran. Ehrlich? Wallah. Mit dem Käse, guck mal, diesen Käse hier an, ne? Top. Der Käse war schon außen an der Verpackung festgeschmolzen. Back in the building. So, du kannst nur von da gucken und wir arbeiten. Ich glaube, ihr kennt das Gesicht. Er ist berühmter als ich. Momentan, damals war ich berühmter.
er hat uns alle verseucht mit dem Thema CDs kaufen und Kassenbonzeit. Genau so. Wegen ihm mussten wir alle anfangen, auch CDs zu kaufen. Danke dir. Ich danke dir. Jetzt sind die Zeiten vorbei. Also dank ihm haben die deutschen Rapper angefangen zu charten. Küss dein Herz. Du, die Autos kommen gar nicht hinfahren, die Menschen haben einfach schon gepackt. Seid ihr die ganze Zeit hier? Wir wollen mal wieder da. Nee, ich bin ja, wir mussten ja weg, sonst hätte ich das nicht machen sollen. Wir sind hin und her gefahren in NRW. Wie lange seid ihr gefahren von hier nach Wieland? Ja, Bruder, das sagen mir viele Leute. Echt, ich bin geschrumpft, Bruder, seit dem Schatten. Ich weiß, was ich machen. Der erste Biss war was Döner. Wenn er überlebt, war er gut. Bei den momentanen Gammelfleischskandalen. Sei ehrlich. Boah, sehr gut. Freunde, ich will nicht groß reden. Ich bin kein Freund von großen Tönen. Kommt hin und überzeugt euch selber. Also kann man beim nächsten Universumkampf einen Dönerstand aufbauen? 100%. Ah, das klärst du bei mir schon. Love you, Bruder. Danke, dass du gekommen bist, mein Bruder. Herz, Fabi. Tut uns echt leid. Euch war so ein Druck. Ja, natürlich. Dann musst du morgen nicht anstehen. Dann schlägst du direkt. Ja. Noch ein Bild machen? Ja, natürlich. Das ist das Harte an dieser Situation. Man muss wirklich Leute wegschicken. Vielleicht hatte ich schon ausgereicht, 500 Kilo Döner haben wir ausverkauft. Und deswegen, weil Massiv hat gesagt, der hat über 300 Gutscheine, also Coupon von uns geteilt. Morgen, die den 300 Stück haben, kriegen nochmal Döner umsonst. Was geht ab? Wir sind gerade hier in Essen City. Mein Bruder Massiv hat mich gerade hier abgeholt. Und ja. Das letzte Mal, als Massiv hier in Pott war, gab es noch, war Erster Weltkrieg noch. Da war noch Weltkriegzeit. Jetzt Massiv wieder back. Ich muss sagen, immer wenn ich Sinan sehe, wir lachen uns einfach tot. Ich glaube, Halbmondbasis, ja. Sonst dir geht's gut, Sinan? Alhamdulillah, Bruder. Schlecht Menschen geht's immer gut, Bruder. Bis wir sterben mit Schmerzen. Valins. Du bist ja letztens nach Hause gefahren, auf einmal sehe ich am nächsten Tag, ich dachte, du gibst dir eine Vitaminbombe. Und am nächsten Tag kriege ich erst mit, dass du am Sterben lagst. Bruder, ey, ich küsse da nicht, aber dieses Piep ein, das den Block, ne, du musst dich anschnallen. Bruder, wer ist da angeschnallt? Du, Kameramann ist nicht angeschnallt, du. Von wem hast du den geholt? Er ist Ausbildungsfahrt. Von wer hast du den geholt? Nein, ich bin angeschnallt. Der hört dieses Piepen nicht. Da hast du ein falsches Loch reingemacht, Sinan. Wallah, ich mache öfter ein falsches Loch rein. Wallah, ja. Gib mir 20 Euro. Oder gib einem anderen 40, gib her, wallah. Ich hau den Penner noch in die Schnauze noch. Wo ist diese Straße, wo die dir Geld verteilen? Wallah, ich penn selber dort eine Nacht, wenn ich weiß. Gibt es auch Kältebusse hier? Ja, so ähnlich. Ich gebe so Wohnwagen, aber da sind so leicht bekleidete Frauen drin. Ich glaube, das ist ein Straßenstrich. Aber was ist das, Sinan? Das ist auch so ein Puff. Ist das Puff? Voll ein schönes Auto, Bruder, ja. Sollte öfter mit dir abhängen. Hä? Was sagst du? Ach so, ja, ich sollte öfter mit Massiv abhängen. Nein. Eine weiter. Jetzt lohnt es sich wieder mit Massiv abzuhängen. Er hat ja, Geld. Bruder, Geld machst, früher, wo ich mit dem Abgang habe, der war der letzte Penner. Ja, Bruder, da haben wir auch noch Geld für ihn ausgegeben, Bruder. Wir haben ein Wettrennen gemacht. Wer ist mehr Penner, ich oder der? Aber Sinan, hat uns an was gefehlt, Bruder? Voila, uns hat an nichts gefehlt, obwohl wir kein Geld auf der Tasche haben. Weißt du, wo wir früher mit Sinan waren? Ich, du, Sinan und Ismail Anuba. Anupa, ja genau. Friedrichshain. Friedrichshain, ja genau. Ihr und Ismail, Wallah. So, liebe Friends, wir sind jetzt live auf Twitch. Mein Bruder Massiv ist heute zu Gast. Peace out. Kommt alle rein, alle sind am Start. Bilal, Fett, Tami, alle sind da. Hier, irgendein unbekannter Kameramann hat sich reingeschleust. Kommt auf jeden Fall rein, Freunde. Ein bisschen quatschen, ein bisschen lachen. Stuffy Stuff. Mit den Rechten an Musik, ich hatte nichts von diesem Album. Deswegen fragen mich ja auch viele, ey, warum ist das Album, ob du willst oder nicht, nicht bei Spotify. Ich habe keine Ahnung, wer die Rechte davon hat. Ich weiß gar nicht, was mit dem Album ist. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich habe keine Ahnung, ich schwöre dir.
Aber Bruder, wir hatten Beef, Bruder. Wir mussten irgendwie gegen den Prototyp Kanake ankommen. Hast du was damit zu tun gehabt, oder? Nein, Bruder. Aber man hat dich dazu geschickt. Ich so, Wallah, guck mal hier. Wir haben ein Blatt gemacht. Wir haben massiv. So. Das war der erste Vlog mit Massiv unterwegs. Sinan war mein Gast. Ich war bei ihm bei Twitch. Er hat mich kurz hops genommen. Auf jeden Fall, ich wurde hier überrumpelt mit dem Massiv-Vlog. Nee, normalerweise mache ich ja immer die Vlogs. Sagt man Vlog oder Blog? Oder ich habe mich jetzt dran gewöhnt, Vlogs Blog, zu sagen. Blog ist das, was du schreibst, und Vlog ist Video. Ach so. Ja, nee. So, und ich habe mich jetzt dran gewöhnt, immer Vlogs zu sagen. Früher habe ich auch mal Blogs gesagt. Aber egal, jetzt sind wir bei Vlogs. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute zu Gast bei mir in Essen wart, Freunde. Unterstützt meinen Bruder massiv. Macht diesen Kommentar für den Algo, gebt den Daumen hoch. Und ja. Ich liebe dich. Auf jeden Fall, okay. Baum. Miau.